Ich hatte vor einigen Jahren die Gelegenheit, in Genf dabei zu sein, wo ja die Vereinten Nationen sitzen mit ihrem Fachausschuss, ne? Also jeder Staat ist ja verpflichtet dazu, Rechenschaft abzulegen über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in dem Land, wo die Konvention eben ratifiziert wurde. Und das Ergebnis dieses Fachausschusses war mit Blick auf die Bundesrepublik düster. Wir können sagen, dass in unterschiedlichen Bereichen wir immer noch einen ganz starken Hang dazu haben, Menschen in Sonderwelten zu schicken. Das gilt für Heime, ja, für das Wohnen, wo nicht garantiert ist, dass wir in der Mitte der Gesellschaft leben können, wenn wir das für uns so entscheiden. Das gilt für den Bildungsbereich, ja, wo man sagen kann, wir sind seit Jahren, was die inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen anbelangt, im Wesentlichen nicht weiter als vor vielen Jahren. Also man muss viel mehr Engagement reingelegt werden. Das ist eine Zuständigkeit bei der Bildung, die im Wesentlichen bei den Ländern liegt, wo aber der Bund die Verantwortung hat, diesen Prozess zu strukturieren und zu steuern. Der Bund tut aber nichts in diesem Bereich. Und das ist tief traurig. Wir sehen das gerade in der Corona-Krise, dass im Bereich Förderschulen sind im Gegensatz zu fast allen anderen Schulen zum Teil noch nicht geöffnet. Wir haben ein Problem bei der Schulbegleitung, ganz fragiles System, das uns hier wegzubrechen droht, weil die Finanzierung in der Krise nicht sichergestellt ist. Das gilt für den Arbeitsbereich, um einen weiteren Bereich zu nennen, ja. Die Werkstätten für behinderte Menschen, die anstatt zu schrumpfen, mindestens stabil bleiben. Im Bereich der Menschen mit seelischen Erkrankungen steigen die Zahlen unaufhörlich. Und das wirft natürlich einen Blick auf die gesamte Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft inklusiv zu gestalten, würde bedeuten, dass wir einen Arbeitsmarkt schaffen, der für alle zugänglich ist. In all diesen Bereichen und vielen mehr Zugänglichkeit des Gesundheitssystems. Ja, wie viele Praxen sind barrierefrei zugänglich? Und bei vielen anderen Themen sehen wir stehen eigentlich noch ziemlich am Anfang und müssen viel tun, stehen aber in der Verantwortung. Wenn ich Schulnoten geben würde, so bei 3 bis 4, also sehr gut oder gut sind wir noch nicht, aber wir sind schon wichtige Schritte gegangen in den letzten Jahren. Es gibt nur Bereiche, wo ich sage, da muss noch mehr geschehen und das betrifft insbesondere den privaten Bereich. Also ich meine, dass es uns gelingen muss, auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, also beispielsweise Stichwort barrierefreie Arztpraxen, dass wir tatsächlich diese Anbieter, auch Anbieter von Kinos, von Restaurants, die Geschichte mit den Bankautomaten, dass wir da wirklich besser werden müssen. Und zum Zweiten bin ich auch der Meinung, dass uns klar sein muss, dass wir im Bereich der Barrierefreiheit insgesamt, und zwar nicht nur was die bauliche Barrierefreiheit betrifft, sondern beispielsweise auch was die digitale Barrierefreiheit betrifft, dass wir dort deutlich besser werden müssen. Also, wir haben ein paar Schritte schon gemacht auf dem Weg hin in der Gesellschaft, wo es normaler wird, dass man verschieden ist, aber wir sind noch lange nicht am Ziel und wir müssen uns wirklich alle noch anstrengen. Und ganz besonders wichtig ist mir, dass wir die erreichten Erfolge, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren hatten, dass wir die jetzt gerade in der Corona-Krise nicht wieder verlieren, dass wir nicht wieder zurückfallen dahinter. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt wichtige Entscheidungen, beispielsweise auch zum Konjunkturpaket, zum Zukunftspaket, dass die inklusiv gestaltet werden, sodass alle Menschen davon partizipieren können, weil sie ein Recht darauf haben.